Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Rocket League mit einem Nero. Ja, wir müssen heute gegen die Cyclones antreten. Ich denke mal, durch die letzten Spiele, dass wir da gute Motivation mitgenommen haben und auf jeden Fall definitiv gewinnen werden. Ja, dann lass uns direkt mal loslegen. Cyclones haben auch eh keine Chance. Wenn man unsere Statistik sieht, 1-3 für die. Also sprich, einmal gewonnen, dreimal verloren. Wir 4-0. Eine wunderbare Geschichte, haben wir keine Chance. Und direkt vor BAM! Wenn das mal keine Flanke ist hier. Auf Taxi, los! Wo ist er? Da ist er! Yeah. Nach den ersten 11 Sekunden direkt ein Tor. Also wenn man das nicht feiern kann, dann weiß ich auch nicht. So, weiter geht's. Der Sprung war nicht so wirklich berauschend von mir. Auf jeden Fall direkt wieder zurückziehen. Weil die gute Verteidigung ist schon die halbe Niete auf jeden Fall. Das merkt man ja auch gerade beim 1 vs 1, wenn man da kämpfen tut, dass auf jeden Fall man direkt zurück muss, sobald man nur annähernd merkt, man hat den Ball verloren. Weil ja, man kriegt ratzfatz von hinten direkt einen reingeschossen und man kann nichts machen. Da hilft auch kein Turbo der Welt. Ja, 2-0. In nicht mal einer Minute. Das war ein Massencrash. Ja, also wie ihr merkt, Taxi und ich sind auf jeden Fall ziemlich gut im Rennen. Und freuen uns auf jeden Fall, bam, dieses Ding nach Hause zu fahren. Eigentlich überhaupt keine Bedenken habe. Boah, traumhaft. Eine Glanzrolle. Ja, cool, ja. Naja, also wirklich wunderbar. Boah, schön. Schön seitlich angenommen. Kann halt auch sehr oft schief gehen. Deswegen muss man da ein bisschen gucken. Ja, so. Komm. Das müssen wir auf jeden Fall verteidigen. Ah, das meinte ich nämlich, was ich, das ist nämlich das, was ich meinte, dass diese Sprünge man so dermaßen daneben setzen kann. Oh, traumhaft, geil, 4-0. Dass man sich da ganz schön vertun kann. Also das ist schon nicht ohne, definitiv. Und so, weiter geht's. 4-0, lass doch mal super anfangen. 3 Minuten 39 übrig. Und das war ein absoluter, absoluter Fehlsprung. Das wisst ihr, was ich dazu eigentlich meinte. Okay. Man kann die Sprünge so dermaßen versemmeln. Glück gehabt gerade. So. Coole Geschichte. Ja, auf jeden Fall werde ich dann hoffe doch bald mal mit Freunden von mir schön 2 vor 2 bzw. vielleicht sogar ein 3 vor 3 machen. Dass wir nicht mal ein Team erstellen können. Aber dann müssen wir noch ein bisschen absprechen, noch ein bisschen warten. Nicht bei jedem ist ja das Geld locker. Bei mir auch nicht, wenn das jetzt meint. Bam, schön rausgeschmissen, das ist saugut, Befreiungsschlag. Aber ja, das ist. Es macht einfach Laune, das Spiel. Ich merke es jetzt bei den Ranglistenspielen, da haben sie jetzt auch was Neues, dass halt direkt Ranglistenpunkte bekommst, wo du dann entsprechend aufsteigen kannst, von ranglos bis dann quasi die unterste Liga. Gut gemacht, Hex. Dann kommt Bronze-Liga. Ah, schade, hat leider nicht mehr ganz gereicht. Und höher als Bronze 1 war es, glaube ich, bin ich auch noch nicht. Und deswegen mal abwarten, was da kommt. Vielleicht bringen sie noch andere Modi oder sowas rein. Oder noch neue Stadien. Und alle Stadien sind ja nicht so prickelnd. Also eins gefällt mir überhaupt nicht, ist dieses mit dem Regen. Und, oh, alter Schwede. Holen die jetzt auf? Was ist denn jetzt hier los, ey? Ja, es ist irgendwie performancefressend bei mir. Also es ist nicht so prickelnd. Aber ansonsten muss ich sagen, liebevoll gestaltet alles.
Das ist echt cool. So, komm. Super. Naja, nicht ganz gut gerettet. Definitiv nicht. Es hat natürlich kein Turbo. Das ist natürlich sehr unelegant. Komm, geh weg hier. Wäre das jetzt ein Spieler gewesen, hätte er jetzt geflucht. Aber naja. Komm. Ich habe immer Angst, jetzt, weil das 4-2 nur noch ist. Elegant vorbeigesprungen. Dass, ja, dass wir doch ratzfatz mal hinten liegen. Weil ich habe innerhalb auch schon von ein paar Sekunden, gerade mal was die Anstoßgeschichte angeht, ein paar Sekunden zwei, drei Tore geschossen und da kam und, nein, vorbei, nein, ich wollte schon sagen, das elegant versemmelt, getroffen, shit, Mist, ärgert mich jetzt, verdammt, egal, weiter geht's. Auf jeden Fall in kürzester Zeit ganz viele Tore geschossen. Also wenn man, sagen wir jetzt 4-0 hinten liegt, kann man gerade bei den Anstoßgeschichten recht schnell, recht gut aufholen. Das war immer nichts hier. Mist. Und deswegen, na, auch wenn man mal 4-0 hinten liegt, man hat noch 3-4 Minuten Zeit. Ja gut, 4 Minuten, also in einer Minute 4-0 hinten liegen, das ist schon übel. Auf jeden Fall, wenn man noch 2-3 Minuten Zeit hat. Hey, was soll das? Faul! Faul! Nicht mein Tor, scheiße. Kameras, was noch aufholen? Also, nichts ist so möglich. Wenn das Teammate alles passt, das ist okay. Aber man kann einfach mal Pech haben, man muss manchmal ein bisschen reinkommen. Komm, das Ding ist unser. Vorbei. Aber das holen sie nicht mehr. Sehr schön. Das Gewinner Wolverine, sau gut. Ja, also wie ihr seht, eine weitere Folge, wo wir gewonnen haben. Sehr schön. Also bis jetzt sind wir ungeschlagen. Und die nächsten Gegner sind die Skyhawks. Die werden wir auf jeden Fall auch noch kriegen. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Bis bald, euer Nero. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ciao, ciao.